Willkommen zum heutigen Programm. Unsere Wünsche haben die Tendenz, in Erfüllung zu gehen. Und zwar besonders jetzt, wo du dem Prinzip der Dankbarkeit mehr Aufmerksamkeit schenkst und wo du begonnen hast, die Macht der Worte zu erkennen und regelmäßig zu meditieren. All diese Elemente zusammen haben zur Folge, dass deine Wünsche schneller in Erfüllung gehen. Deshalb denke ich, dass es jetzt wichtig ist, dass du dir über deine Wünsche klar wirst. Nimm ein Blatt Papier und schreibe alle deine großen und kleinen Wünsche auf, die wichtigen und die unbedeutenden. Analysiere jetzt, was dir wirklich wichtig ist, und schau, ob es Wünsche gibt, die sich lieber nicht erfüllen sollten. Deine Wünsche sollten nicht in Form von Gefühlen bleiben, sondern du solltest sie in einer klaren verbalen Form äußern. Formuliere also deine Wünsche an das Leben in einer klaren Sprache und wähle immer positive Worte. Zum Beispiel, ich will keinen Streit, ist keine korrekte Art, einen Wunsch zu formulieren. Die richtige Formulierung ist, ich wünsche mir Frieden und Harmonie. Da dein Wunsch in Erfüllung gehen wird, kannst du bereits deine Freude und Dankbarkeit ausdrücken. Um das Beispiel von vorhin aufzugreifen, drückst du also deinen Wunsch aus, indem du sagst, ich bin dankbar und glücklich für den Frieden und die Harmonie in meinem Leben. Ich wende diese Formulierung jetzt sofort auf die Wünsche an, die ich normalerweise für dich äußere. Ich bin glücklich und dankbar, dass du die Schönheit, Größe und Kraft deiner inneren Natur erkennst. Ich bin glücklich und dankbar, dass du deine Gefühle, Gedanken und Handlungen mit deiner grundlegenden Gutheit in Einklang bringst. Ich bin glücklich und dankbar, dass du volles Vertrauen in deine grundlegende Gutheit hast. Ich bin glücklich und dankbar, dass du viel Liebe in deinem Leben hast. Ich bin glücklich und dankbar, dass du gelernt hast, dich an deinem eigenen Sein zu berauschen. Ich bin glücklich und dankbar, dass du ohne äußeren Grund glücklich bist. Während der Meditation halte deine Aufmerksamkeit weit und offen und bleibe in einem Zustand stiller Wachsamkeit in der Gegenwart Gottes.